Ja, hier bin ich wieder. Ich stelle euch jetzt den zweiten Teil vor mit der mittleren Reihe. Und ja, fange ich auch gleich an. Ja, hier erstmal dann eben House of the Dead, wobei der erste Teil natürlich grottenschlecht ist. Der zweite Teil geht natürlich wiederum ein bisschen. Dann natürlich die beiden Hulk-Filme, also die etwas ältere mit Eric Banner und die neuere hier. Entschuldigung. Ja, dann eben I, Robot, I'm Legend, Ice Age, alle drei Teile. Ich liebe Ice Age, ich beide und Jean. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, die Trilogie, wobei das immer schlechter wurde. Independence Day, großer Film mit Will Smith. Indiana Jones, fehlt mir hier noch, nur noch der vierte Teil. Dann natürlich Inglourious Basterds, natürlich auf Blu-ray. Ja klar, Inside Man, Iron Man, auch auf Blu-ray, da habe ich jetzt den zweiten Teil gesehen und ich muss sagen, er ist einfach Hammer. Dann natürlich auch wieder ein großer Name, Interview mit einem Vampir, James Bond, stirbt an einem anderen Tag, Casino Royale, Jeepers Creepers, Jennifer's Body, John Rambo in der Uncut-Version, da fehlen mir nur noch die ersten drei Teile. Dann hier natürlich so eine Box mit drei Filmen mit Robin Williams, Jumanji, Hook und Patch Adams. Grundsätzlich habe ich mir die wegen Jumanji und Hook geholt. Dann natürlich Jurassic Park. Alle drei geil. Kaufhaus Cop. Kill Bill darf natürlich auch nicht fehlen. Quentin Tarantino eben. Die Klapperschlange fehlt mir noch. Flucht aus L.A. Land of the Dead. Und natürlich das Original Last House on the Left. Ja. Ist jetzt sozusagen diese mittlere Reihe hier. So, und jetzt mache ich noch mal ganz kurze Pause. So, mittlerer Abschnitt, zweite Reihe. Ja, hier ist dann der Remake vom Last House on the Left. Dann Leprechaun, Uncut 16er. Madagaskar ist nun mal Kult. Maniac Cop, fehlt mir nur noch der dritte Teil. Natürlich darf da natürlich auch nicht Mario Barth fehlen. Und jetzt aufhorchen. Habe ich euch schon mal gesagt, Matches habe ich jetzt hier in Deutschland geholt. In einem Laden, aber nicht in einem Mediamarkt oder Saturn, sondern in einem anderen Laden in der Anker-Version hier. Ja, dann die drei großen Filme, drei Matrix-Filme. Man in Black 1 und 2. Wobei ich den ersten Teil schon auf Blu-ray habe. Und bald freue ich mich, bald kommt der dritte Teil in 3D. Auch schon ziemlich geil. Dann Miami Vice. Dann zu Ehren von King of Pop hier die Live in Bukarest. The Dangerous Tour. Ja, schon ganz gut gemacht. Und ich als alter Eishockey-Fan hab nun mal Mighty Ducks. Dann natürlich auch wieder ein großer Oscar-Film. Million Dollar Baby. Ja, dann Minority Report, Mirrors, die drei Mission Impossible Teile, wobei ich gehört habe, da soll auch noch ein vierter kommen irgendwie. Ja, Mortal Kombat, die beiden Filme. Bald soll ja auch da ein dritter Teil und das ist hier der Anfang der Serie. Ja, die Mumie hier. Und natürlich, was bei jedem Horrorfilm nicht fehlen darf, Muttertag. Und hier My Bloody Valentine. Natürlich beide uncut. Ja, so, kurze Pause. Jetzt stelle ich euch gleich die dritte Reihe vor. Ja, dann die dritte Reihe. Natürlich Blond 1 und 2. Frauensache, aber ich finde es ganz witzig. Der Nebel, The New Guy. Hier nicht auflegen habe ich in der TV Movie Edition. Night of the Living Dead, Remake und Original. Norbert ist so ein Knallkopf-Kino, wie es hier so schön steht. Gehirn aus und Lachen, wer darauf steht. Ja, dann eben die komplette Ocean-Reihe. The One, Ong Bak 2 habe ich jetzt nur bisher. Und dann natürlich eine der größten Filme wohl, oder eine der größten Trilogien vor allen Dingen, Der Pate. Also wer den nicht hat, fehlt schon ein Stück Filmgeschichte. Ja, dann Pearl Harbor, Pitch Black, Planet Terror, ich bin ja gut, Planet Erde auf Blu-ray.
Also, das ist eine für mich eine der besten Dokumentationen. Also, ziemlich geil. Ja, Police Story, Poltergeist. Dann hier beide Predator-Teile. Und ja. Und dann natürlich wieder etwas für Frauen oder für Frauen und Mädchen. Pretty Woman. Also, falls ich wirklich meine Freundin habe, habe ich schon einige Pluspunkte. Ja, dann Prom Night 1 bis 4 und Remake. Psycho Collection 1 bis 4. Dann natürlich auch wieder ein großer Film, Pulp Fiction in der Collector's Edition. Ja, dann natürlich hier noch Punisher in der Extended Version. Diese Version gibt es gar nicht mehr. Ja, und dann nur noch hier ein paar nicht so bekannte Filme. Obwohl, die sind schon bekannt, aber eben nicht so hoch angesiedelt, so wie Pate oder sowas. Ja, dann zeige ich euch noch mal was. Ein paar Filme. Ups. Ja, wie ihr hier seht, habe ich hier eben die Star Wars Reihe noch. 1 bis 6 und Bonus. Hier natürlich noch Harry Potter, Herr der Ringe und natürlich einer der größten Filme, Saw, alle 6 Teile in verschiedenen Fassungen. Ja, dann stelle ich euch jetzt noch eine. Ups, kleiner Blick. So, dann stelle ich euch jetzt noch einen Turm vor. Hier die 4 Zombie-Teile, das ist ab 16. Dann ist das der Ursprung sozusagen, das ist die unzensierte Fassung. Danach kam die natürlich auch ziemlich krass geschnitten ist, man merkt. Und aus dieser Fassung heraus ergab sich dann die 16er Fassung. Und ja, und dann habe ich natürlich hier noch weiterhin Transformers. Beide erste Teile in Deutsch und Englisch. Zweiter Teil beide in Deutsch. Und dann natürlich die Single Edition von Transformers. Zwar habe ich euch das schon mal vorgestellt in einem Special Uncut, Special Review, aber egal. Und natürlich der frühere Transformers Film. Ja, und das war sozusagen das mittlere Ding. Wie gesagt, hier sind jetzt eben 3 Reihen. Also hier gab es schon ziemlich gute Filme darunter. Und ja. Und ja, das war eben das zweite Update. Und dann stelle ich euch jetzt dann beim nächsten Review diese Reihe vor. Die dritte Reihe und die letzte Reihe mit allen 3 rein. Ja, bis dann und macht wieder fleißig Kommentare wie vorhin.